und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal aus meiner Küche, da ich heute gerne in diesem Video kochen möchte. Und zwar habe ich mir vor kurzem dieses schöne Stück hier gekauft. Das ist der Monsieur Cuisine von Silvercrest. Eine Küchenmaschine, die ist eben ähnlich wie der Thermomix und mit dem liebäugel ich quasi schon sehr lange und wollte mir mal gerne holen. Finde ihn aber doch recht teuer, also der aktuelle kostet halt knapp 1400 Euro und das war mir dann doch zu viel. Und dann habe ich den Monsieur Cuisine entdeckt und zwar gab es den jetzt gerade bei Lidl im Angebot für 349 Euro. Da habe ich mir gedacht, schlage ich doch direkt zu und jetzt möchte ich gerne einmal mit euch kochen und das einmal zeigen, was der alles so kann. Und ich werde das jetzt hier etwas so nebenbei laufen lassen quasi, alles vorbereiten, immer mal zwischendurch erzählen, was ich mache. Ich werde gleich auch nochmal hier ins Menü filmen, damit man sich das einmal anschauen kann, sich vorstellen kann, wie das alles so funktioniert, da dort auch alle Rezepte vorgespeichert sind, das mit WLAN verbunden ist und man so ein Kochen hat, also es wird quasi vorgegeben, was du alles machen musst. Und es ist halt sehr einfach gehalten und das möchte ich auch gleich alles noch einmal vorstellen. Und heute gibt es den Bauerntopf. Und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los. Jetzt noch einmal den Monsieur Cuisine von Naan. Ich wollte einmal kurz zeigen, was er alles so zu bieten hat quasi. Also wenn man den startet, dann ist eben diese Anzeige als erstes. Also wenn man eben kocht, kann man hier die Minuten einstellen. Da die Stärke, zum Beispiel bei den Umdrehungen, und da die Gradzahl. Genau, ich gehe immer, also meistens als erstes hier auf die Rezepte, weil hier sind alle Rezepte eingespeichert, die das Gerät eben hat. Also wenn man das Gerät kauft, kann man es direkt mit dem WLAN verbinden und dann hat man hier alle Rezepte. Ja, und die sind halt hier nach Alphabet sortiert, dann kann man so durchgehen. Also er hat schon richtig, richtig viele. Und hier unten kann man auch nach Art der Gerichte sortieren. Da steht hier unten All-in-One, Backen, Dessert, Fisch, Fleisch, Getränke, Nudeln und so weiter. Ja, hier bei dem Herz sind die Favoriten drin, also die man sich selber eben schon gespeichert hat, die man gerne noch kochen möchte. Und das finde ich auch total sinnvoll und wirklich cool. Hier sind noch Einstellungen. Da kann man halt auch die Lautstärke einstellen. Hier oben ist das WLAN, Datenschutzerklärung und so Sachen, Sprache etc. Genau, ja, Auto gibt es auch noch. Da sind eben die drei Autoprogramme, also Kneten, Dampfgarn und Anbraten drin. Und dann kann man das hier zum Beispiel drücken und machen und so. Aber damit habe ich halt noch nicht gearbeitet, weil ich eben immer mit den vorgegebenen Rezepten arbeite. Ich finde das halt einfach super einfach und macht auch extrem viel Spaß, weil die will ich erstmal alle ausprobieren. Genau, ja, das nur einmal kurz zur Erklärung. So, ich habe jetzt hier schon das Gericht ausgewählt, den Bauerntopf. Alle Zutaten habe ich da schon auf den Tisch gelegt. Und dann drücke ich hier auf Beginnen. Und dann sagt er mir schon direkt, was ich machen soll. Als erstes 150 Gramm Schmand in den Mixbehälter geben. Jetzt einen Spritzer Zitronensaft, eine Prise Salz und eine Prise Pfeffer dazugeben. So, das Ganze wird jetzt 20 Sekunden vermischt. So, wenn man es fertig ist, dann leuchtet das grün, macht einmal kurz so einen kleinen Sound, damit man Bescheid weiß, dass es fertig ist. So. Ja, das wurde jetzt hier ein bisschen verschmiert. So, gut, das füllen wir jetzt um. Der Zitronenschmand ist schon mal fertig und dann tue ich das in einen anderen Behälter und wische den einmal aus dem Mixbehälter. Hier auch einmal. So sieht das Ganze dann aus. So, als nächstes eine gelbe Paprikaschote und eine rote Paprikaschote, je 125 Gramm, vierteln entkernen und von innen und außen natürlich auswaschen. Ja. Okay, ich sehe gerade,
Man muss es ja immer abwiegen. Dafür werde ich jetzt einen Teller draufstellen. Man kann es auch da drin abwiegen, aber ich soll es danach beiseite stellen. Von daher mache ich das dann so. Hier auf der Waage haben wir auch immer die Funktion Tara. Das ist eben ganz praktisch, um besser abzuwiegen. Na, eine ist 145 Gramm. Ein bisschen zu viel, aber macht nichts. So, als nächstes steht hier halt nur die Paprikaschoten ohne Stielersatz im Mund gerechte Stücke schneiden und beiseite stellen. Deswegen werde ich die jetzt noch einmal klein schneiden. So, 400 Gramm Kartoffeln schälen, waschen, im Mund gerechte Stücke schneiden und auch beiseite stellen. Gut. Dann, ich mach's mir doch den Teller. Das passt schon. So, als nächstes dann die Prinzessbohnen. 150 Gramm kurz zum Waschen und um mundgerechte Stücke schneiden und auch beiseite stellen. Also was ich nochmal erwähnen will, zum Beispiel die letzten Gerichte, die ich hier gemacht hatte, waren immer viele Sachen, wo eben das Gemüse und so alles klein geschnitten worden ist. Das musste ich dann nur ein ganz großes Stück schneiden, alles rein und das Gerät hat es für mich gemacht. Also das kann das Gerät auch. In diesem Gericht ist es scheinbar nicht vorgesehen, weil man es hier ja irgendwie anders kocht und ja, in dem Fall muss ich dann hier die Sachen doch ganz schön klein schneiden. So, jetzt eine Stange Lauch, 100 Gramm, der weiße bis hellgrüne Teil abbiegen. Okay, bin ich mir aber nicht sicher, ob man das auch beiseite stellen muss. Doch, auch. So, als nächste Aktion eine halbe Gemüsezwiebel, 180 Gramm schälen, achteln und in den Mixbehälter geben. So, die Gemüsezwiebel habe ich hier. Eine milde rote Chilischote längs halbieren, entkernen, waschen und dazugeben. Hatte ich leider nicht. Ich habe keine Chilischote bekommen, nirgendwo, wo ich war. Deswegen machen wir es jetzt ohne. So. Dann wird das jetzt nämlich auch ein bisschen zerkleinert wieder. Für 6 Sekunden. So. Dann mit dem Spatel nach unten schieben. Der war übrigens auch dabei und noch diverse andere Aufsätze zum Dampfgarn zum Beispiel und so. Und ja, davon waren sogar 2 dabei. Das fand ich ganz cool, weil die braucht man ja sowieso jedes Mal. So, 3 Esslöffel Olivenöl und eine Prise Zucker in den Mixbehälter geben. Nicht wundern, mir drehen jetzt natürlich extrem die Augen von den Zwiebelschneiden. Das kann ich nämlich immer überhaupt nicht ab. So, dann steht hier extra den Messbecher aus dem Deckel entfernen. Also. So, den dann einmal raus. So, das wird jetzt 4 Minuten lang angebraten. So, anbraten ist fertig. Ja, sieht super aus. So, als nächstes 600 Gramm gemischtes Hackfleisch in den Mixbehälter geben. So, das Hackfleisch habe ich auch schon hier. So, und jetzt die Lauchstücke dazugeben. Okay, ich dachte, das kommt später alles zusammen rein. Scheinbar müssen die einzeln. Gut, gut, dass sie ganz oben liegen. So, und das wird jetzt 6 Minuten lang angebraten.
Ja, das ist jetzt auffällig. In der Zwischenzeit habe ich hier mal ein bisschen klar Schiff gemacht. Das ist ja das Praktische daran. Während das da vor sich hinköchelt, kann man aufräumen, abwaschen, was auch immer. Ich zeige jetzt mal schon mal die Masse. Das ist jetzt das angebratene Hack mit dem Lauch drin. Sieht schon mal sehr gut aus. So, muss auch mal richtig viel da drin sein. Es muss ein bisschen einrasten. So, ein Esslöffel Mehl in dem X-Behälter. 7. Na gut. Ich habe jetzt hier so ein Sieb genommen, weil da stand ja 7. Dann werde ich das auch so machen, wenn das da so steht. Die vorbereiteten Paprikastücke, Kartoffelstücke und Bohnenstücke dazugeben. Gut. Dann nehme ich mal den Löffel von ihm. Ein bisschen vorsichtig hier. So, 400 Gramm stückige Tomaten aus der Dose dazugeben. Okay. So, 300 Gramm heiße Gemüsebrühe dazugeben. Die habe ich hier auch schon stehen. Gramm Schmelzkäse. Das waren genau 50 Gramm. So. Ein Esslöffel getrocknete Kräuter der Provence. Ein Teelöffel edelsüßes Paprikapulver, einen halben Teelöffel Muskat, einen halben Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Pfeffer. Okay. So, den Messbecher in den Deckel einsetzen. Also das kleine Teil hier wieder rein. Und jetzt muss das 22 Minuten lang kochen. So, das Essen ist jetzt fertig gekocht. Dann schauen wir mal nach. Sieht sehr gut aus. So. Als nächstes noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Okay. Ich probiere da aber nicht nochmal extra. Ich vertraue auf mein Gefühl. Okay, dann nochmal 20 Sekunden. So, die 20 Sekunden sind vorbei. Es riecht auch echt sehr lecker. So, das war's jetzt schon. Den Bauerntopf auf tiefe Teller verteilen, mit die Einklecks Zitronenschmand servieren. Gut, dann werde ich das nämlich jetzt auch direkt machen und auch hier einmal probieren, wie es dann jetzt wirklich schmeckt. Ich möchte euch einmal noch mal gerne zeigen, wie es aussieht, ohne dass ich jetzt alles umschwappe. Ja. So. Ja, hier einmal umgefüllt, probiere ich es jetzt direkt. Oh. Heiß. Heiß, aber richtig, richtig lecker. Ja, also das hat auf jeden Fall super geschmeckt. War halt sehr einfach. Klar, man muss ein bisschen vorbereiten alles, aber was ich eben einfach super finde, ist, das Gerät macht alles und in der Zeit kannst du alle anderen Sachen machen, zu denen du eben sonst dann vielleicht nicht kommen würdest oder es danach machen würdest. Musst halt nicht andauernd gucken, ob irgendwas anbrennt oder umrühren oder so. Das finde ich halt total super.
Und ja, also der Kauf hat sich für mich auf jeden Fall total gelohnt. Ich bin sehr begeistert und mir macht es total Spaß, damit zu kochen. Man kann eben auch Brot backen, süße Sachen machen, Kuchen etc., verschiedene Dips, Salate. Also wirklich von bis alles. Und das finde ich halt total super und ich bin wirklich sehr begeistert. So, das war's dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht und dann, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Kanal ein Abo hinterlasst und dem Video am besten einen Daumen hoch. Schreibt auch gerne mal was in die Kommentare. Ansonsten schaut gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, Foodskalady. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, eure Skalady.